Hallo und willkommen zurück zu OMSI 2, der Omnibus Simulator. Wir befinden uns immer noch auf dem Freeware Add-on Städtedreieck Version 3.2 und fahren heute die Gegenrichtung zur NE 78, nämlich die NE 79. Diese fährt die Ringlinie entgegen der Uhrzeigersinn. So, und das Ganze machen wir auch mit einem frisch gewaschenen Citaro erster Generation. In dem Falle mit einem Citaro CNG, der hat einen 447er Motor im Heck und daran ein ZF Automatikschaltgetriebe. Und das Ganze ist dann sound- und skripttechnisch noch einmal vom Kollegen Morpheus überarbeitet worden in der Version 5.1. Die Ansagen kommen wie immer vom Kollegen Flohl in Städtedreieck. Jo. So, ich hatte ja gesagt im NE78er Video zum Schluss, dass die 79 eigentlich ein wenig anders fährt, aber ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Nee, macht sie nicht, nicht wirklich. Also sie fährt genau entgegengesetzt zur 78 und genau das machen wir jetzt auch. Wir schwingen uns also in das gute Stück und fahren mal rüber zur Starthaltestelle. 49 geht's los. So, wir fahren noch. Ne, ich mach schon die Pfeile an. Wir fahren dann gleich mit Pfeile rüber. Es ist noch ein wenig Zeit, aber wir können ja schon mal die Leute einladen. Stolpstraße. Ja, du bist schon wieder zu weit mit deinen Ansagen, aber das machen wir gleich wieder richtig. So, abfahren tun wir ganz hier vorne am allerersten Bussteig. Warum stehen wir eigentlich nicht dran? So, bitteschön. Warum stehen wir nicht dran? Moment mal. Guten Tag. Moment. Ich wollte eigentlich eine Fahrkarte kaufen. So, jetzt haben wir es wieder. So, bitteschön. Was hatte ich gesagt? 92, 3, 4 und nochmal. Bitteschön. So, rein mit euch Leutchen. Zeit haben wir ja noch massig. Ich drehe jetzt einfach mal vor. So. Gut, ich habe jetzt natürlich die Rücktür nicht abgeflogen, aber da wir ja wissen, dass wir genauso fahren müssen, hallo. Dann 6,50, dass wir genauso fahren müssen wie die andere. Danke. Bitteschön. Ich hoffe doch, die ein oder andere Kreuzung haben wir noch im Kopf, wie wir da fahren müssen. So, gucken wir doch mal spaßenshalber. Ja, der Fahrplan ist auch wieder sehr lang und ein Kreuzkampf ist er voll. Ich sehe jetzt gar nicht. Auf der Hintertür hat man irgendwo mal ein bisschen eine Standzeit. Die sehe ich aber hier nicht. Griesbach, ne, Moment mal. Oststadtgalerie. Da, ne, da haben wir auch keinen Aufenthalt. Ist auch egal. Oh, hier hätten wir mal. Aber gut, da müssen wir auch ein Stück fahren. Ist egal. Wir fahren jetzt los. Und dann schauen wir mal, wie sich der Fahrplan entwickelt und wir uns die Zeit halten können. So, hier geht es natürlich schon los. Hier steht keine NE79. Aber Stolpstraße wissen wir ja, wo wir hin müssen.
Ja, das war noch grün für uns. So, wir müssen als Bus hier rein. Und da ist aber niemand, ne? Dann fahren wir gleich durch und fahren wieder raus. Hallo. Türen habe ich schon zu. Das passt. Dankeschön. Hallo. An der Steigung. Straße.
Hallo. Bergische Straße. Also kommt Leute, so schlimm ist das nun echt nicht. Nicht einmal 40 und ihr beschwert euch. So, mal als Richtung, wir bewegen uns Richtung Gabelung. So, dann schauen wir mal, dass wir das von hier aus auch noch mal hinkriegen. So, und an Gabelung werden wir mal kurz anhalten, mal schauen, wie wir fahrplantechnisch liegen. Hallo. Hallo. So, ich habe doch da eine Anzeige gesehen. Ein Minütchen. Na, da warten wir doch mal ab, bis wir... Ah, ich vermute mal, 1.01 Uhr müssen wir wieder los, Gabelung. Schauen wir doch mal, ob dem auch wirklich so ist. Gabelung 1.01 Uhr, jawohl. So, zack, es ist gerade grün. Weiter geht's. Nee, es ist noch grün, ich nutze das jetzt. Straße.
Hallo. Noch jemand damit möchte? Nein. So, Ackermannstraße sind wir durch. Jetzt geht es, glaube ich, Richtung Kreuzing Bahnhof, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jawohl. Leute, machen wir uns mal Fernlicht an. Hallo. Hallo. Klawitzer Platz. Schützenstraße. Jo. So, da sind wir gleich Kreuzing Bahnhof. Da haben wir vielleicht auch ganz kurz Aufenthalt zwecks Anschlusssicherung.
So, jetzt muss ich echt schauen, wie wir hier fahren müssen. Wir fahren mal keine wilde Kapriolen, wir fahren jetzt hier bloß rein. So, und dann schön hier ran. Ah, da ist nichts mit Aufenthalt mehr. So, dann bitteschön. Hallo. Hallo. So, und jetzt geht's weiter Richtung Rondell. Drachenberger Straße. Das finde ich ja goldig. Ich darf vorne, du biegst links ab. Okay. Ja, es hieß ja auch unter Beachtung der allgemeinen Verkehrsverhältnisse. Da vorne fährt ein Kollege. Vermutlich die 77. So, wir sind ein bisschen vorne dran, aber das ist okay. So, das nächste Ziel wäre jetzt das Versorgungsamt und dann vom Versorgungsamt weiter Richtung Fachmannplatz. Und diesmal fahre ich die richtige Haltestelle an und lasse nicht wieder einen Fahrgast stehen, obwohl der Fahrgast ja erst dahinter herkam, wo wir schon rum waren. Aber diesmal mache ich es besser. So, blinken. Er läuft alle nur. Dann kann ich auch durchfahren.
Okay, dann kommt jetzt erst der Fachmann Platz und dann das Versorgungsamt. Hier steht ungünstig ohne Ende. Schaffe ich das, ohne euch zu erwischen? Gut, geschafft. Da ein Kollege, hallo. Göttinger Straße. Bestimmt eine 76. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, an welchen Steig wir fahren sollen. Hierhin. Gut, dann halten wir hier. Und hier haben wir richtig Aufenthalt noch, sehe ich gerade. Gucken wir doch mal, Fachmannplatz. Wo haben wir denn? Steig 2, genau. 1.15 Uhr müssen wir wieder los. 1.19 Uhr am Versorgungsamt. So, und es ist jetzt 1.13 Uhr. Naja, dann warten wir mal noch den Augenblick, bis es soweit ist. Mal fahren wir nicht ganz so zeitig los. Vielleicht sehen wir ja noch einen Kollegen. Aussteigen wollte aber niemand. Es steht zumindest niemand hier an der Tür. Ihr könntet euch eigentlich alle hinsetzen. Ihr müsst hier nicht stehen. So, wie sieht's aus zeittechnisch? Es ist gleich soweit. Dann fahren wir los. So, und los. Ich vermute mal, wir müssen hier rausfahren. Jawohl, und dann da hinten rum. So, jetzt geht es zum Versorgungsamt. Aber da geht es erstmal vorher ein Stückchen über Land. So, jetzt können wir ein wenig Geschwindigkeit aufbauen. Er ist am Ruckeln. Das finde ich aber nicht schön, dass du jetzt schon ruckelst, Mindlaner. Aber vielleicht haben wir es gleich wieder geschafft und dann hörst du auf zu ruckeln. Was
Ja, ich weiß. Ich habe auch schon abgebremst, die ganze Sache. Ich hatte das ein bisschen geradliniger in Erinnerung, aber hier sind massig Kurven drin. Ja, da fahren wir so einen Teil gemütlicher. So, und um sie hat sich auch wieder ausgeruckelt. Sehr schön. Mal sehen, ob uns das an der Oststadtgalerie ebenfalls noch einmal ereilt. So, wir machen mal das große Licht aus. Aua. Falsche Richtung gedrückt, die Sicht. Aber alles gut, nichts passiert. Manfred darf nicht laufen. So, jetzt fahren wir an die richtige Haltestelle ran. Hallo. Hallo. Einmal normal, bitte. 92, bitte. Danke. Ach, der hat rot, genau, da war doch was. Ich wollte den eigentlich jetzt durchlassen, aber der hat ja rot, der Kollege. So, jetzt geht's Richtung Oststadtgalerie. Mal schauen, wann das gute Stück anfängt zu ruckeln. Weil dort ist irgendetwas, oder in der Nähe dort ist irgendetwas, was um sie überhaupt nicht schmeckt. Zumindest nicht nachts. Tagsüber habe ich das, glaube ich, gar nicht so festgestellt.
Bitteschön. Jawohl, jetzt hat er es wieder geläuten. Jetzt ruckelt er sich wieder ein ab. Aber ich denke, das kriegen wir hin. Ich bin schon ziemlich weit draußen. Oh, hier kommt nichts. Gut. Da steht ein Kollege, der gerade wegfährt. Komm ich zum Stehen? Ich komme zum Stehen. Na komm, Kollege, vorweg. Hallo. So. Nö, wir müssen auch gleich wieder los, sehe ich gerade. Und zu. Aber er hat aufgehört zu ruckeln. Der Kollege ist auch schon weg. Interessant. So, es hat aber auf jeden Fall aufgehört zu ruckeln. Entweder ist das jetzt nachgeladen oder das Objekt, was ihm nicht schmeckt, ist schon raus. So, ist da jemand? Ja, da ist jemand. Dann bitteschön, hallo. So, wir dürfen. Einmal durch den Tunnel Richtung Reichsbrück Bahnhof. Reichsbrück Bahnhof.
Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Ich hätte gern einen normalen Fahrschein. Dann 2,90 bitte. Danke. Danke auch. So, und jetzt müssen wir doch bestimmt immer irgendwie links abbiegen. Ist aber niemand und dann müssen wir hier rein. Genau, hatte ich doch richtig in Erinnerung. So, das müsste doch jetzt die Richtung Nordbahnhof sein. Jawohl, Richtung Nordbahnhof. Lessingstraße.
große Schulstraße. Hallo. Hallo. Grüntalstraße. Da ist niemand. Dann gleich durch bis zum Nordbahnhof. Nordbahnhof. Übergang zur Linie NE75 Richtung Park der Menschenrechte. So, dann bitteschön. Hallo. Ja. Hab ich dich gar nicht verstanden. Ne, dunkel ist es nicht, es ist schön so. So, wir haben es. 1.32 Uhr. Da gucken wir doch mal, wann hätten am Nordbahnhof sein sollen. Nordbahnhof Steig 2. 1.36 Uhr. Ist wieder Abfahrt. Jo. Aha. Ich kann mir denken, wo ich in der Linie der 78 die 5 Minuten wieder verloren habe. Nämlich wahrscheinlich hier am Nordbahnhof wegen Anschlusssicherung. So, wann haben wir gesagt? 36 geht's wieder los. Na, dann machen wir mal ganz kurz das gute Stück aus für 2 Minuten. Und dann gehen wir auch mal kurz raus hier. Gucken wir doch mal. Blinker machen wir aus. Ja, gut gefüllt, mein Bus. Und die Dame hier hinten steht immer noch. So. Jawohl, 2 Minuten haben wir noch, dann geht's wieder los. Eventuell haben wir das hier Glück wie am Laubenthaler Hauptbahnhof, dass wir vielleicht noch einen Kollegen erspähen werden hier. Das finde ich ja schön. Können wir mal kurz innehalten und einen kleinen Schluck Wasser trinken. So, ich befürchte aber, dass wir hier wahrscheinlich keinen Kollegen sehen werden. Was steht denn hier? Die 75 kommt aber auch gleich. Ja, und die 78, also quasi unsere Gegentour, erst in 12 Minuten. Die müssten wir aber eigentlich noch sehen. Na gut, wir müssen auch gleich wieder los. Mal sehen, vielleicht haben wir Glück und wir sehen wirklich noch die 75. Tja, ich sehe den Kollegen aber leider noch nicht. So, wenn die Anzeige dann auf sofort springt, dann springe ich wieder an meinen Platz. Jo, also ich würde mal sagen, wieder rein in das gute Stück. Jo.
Und dann geht's weiter mit uns. Ich hätte ja gern den Kollegen gesehen und eventuell Anschluss abgewartet, aber dem scheint nicht so zu sein. Gut, ich hätte ihn natürlich auch anfunken können oder er hätte mich anfunken können. Wie auch immer, ich fahre jetzt weiter. Alte Schulstraße. Hallo. Hallo. So, jetzt muss ich echt mal überlegen, wie es jetzt hier weitergeht. Nach dem Nordbahnhof. Ganz grob fahren wir jetzt Richtung Griesbach. Ja, genau, Richtung Griesbach. Griesbach Bahnhof. So, kommt jetzt schon die Klinik. Ja. Da werde ich mal nicht auf die Busspur fahren, sondern hier normal abbiegen. Das ist eh grün. Weil dann haben wir nämlich die Möglichkeit, einen schöneren Bogen zu fahren. Und eventuell die Chance, dieses Schild nicht zu touchieren. So, hier ist ein Stoppschild. Warum erschließt sich mir auch nicht wirklich, aber okay. So.
So, da ist ein Kind. Mitten in der Nacht. Ach, da kommt noch jemand. Okay, also doch nicht ganz alleine, das Kind. Dann hallo. Langsam haben sie auch Licht hier. Licht brennt, mehr als genügend. Es ist Nacht. Und da brauchen wir keine Festbeleuchtung, ne? So, Stoppschild. Ich würde mal sagen, von da hinten kommt nichts und von da auch nicht. Da steht aber unser Kollege. Am Hagacker. Ach, du fährst doch eh. Dann kann ich auch hier nimm fahren. Tschüss, gute Fahrt. Oh, ne, also eine Vollbremsung lege ich jetzt nicht hin. Sorry, wir fahren noch bis zur nächsten Haltestelle, okay? Das nächste Mal etwas zeitiger drücken. Außerdem ist das nicht so weit. Das Stückchen kann man wieder zurücklaufen, hm? Bitteschön. Hallo. So, hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier fahren die KI-Fahrzeuge gerne einen hässlichen kurzen Bogen. Und hier dann nehme ich rein ins Fahrzeug. So, von da kommt nichts. Der biegt ab. Und jetzt biege ich auch ab. Es ist sogar grün. Sehr schön. Und da fährt ein Kollege. Thank you.
Mal sehen, ob wir den noch erreichen, den Kollegen. Nee, wir sind erst noch Bahnhof. Ich stelle dich gleich zurück. So, Moment. Zack. Eine Frage. 92, bitte. Dankeschön. Danke auch. So, wie gut oder schlecht sind wir denn im Plan? 1.45 Uhr, Griesbach. Wann soll man dann hier sein? 1.46 Uhr, ne, das passt doch. Dann los mit uns. Okay. Hallo. Hallo. So, jetzt geht's über Kreuzkamp und Kaisertal zurück nach Sisselsforst. Hallo. Ich musste mal Gas geben, sonst fährt uns der nämlich hinten rein. Naja, hat ganz schön zu kämpfen hier berghoch zu. Aber gleich hast du es geschafft. Geht jetzt durch den Tunnel und dann sind wir in Kaisertal.
Pflanzenallee. So, jetzt müssen wir ein wenig aufpassen, oder vielmehr ich. Die NE79 fährt, soweit ich gesehen habe, als einzige Linie ein wenig anders durch Kaisertal. Nämlich eigentlich genau entgegengesetzt zu den anderen regionalen, sind ja eigentlich Bus regional und sind eigentlich nur Regionallinien, ne? Oder fährt auch nur eine Stadtbuslinie hier lang? Oh weia. Mensch, bist alles gefahren, Jan, und weißt es nicht mehr, ne? Ist schon geil. So, ja, genau. Will sie mit? Nein, will sie nicht. Gut. So, wir dürfen geradeaus hier. Kaisertal Markt. Achso, ich dachte, wir fahren auch noch an der anderen Haltestelle durch, aber dem ist nicht so. Gut. Da, wo die Schranke ist. Ne, den fahren wir im Teil nicht durch. Gut, dann so. Wie stehen wir denn zeitmäßig da? Ein wenig dahinter, ist egal. So, und weiter. So, das, was ich weiß, wir müssen abbiegen. Aber mehr weiß ich echt nicht. So, jetzt hoffe ich, Bus von da unten kommt gerade nichts. Oh, 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 es ist echt knapp. So, und jetzt sollte uns nach Möglichkeit nicht viel entgegenkommen. Nee, das war einmal zu viel gedrückt. Oh. Bitteschön.
Hallo. Tag. Hallo. Hallo. Ein Kollege, der schon zu Schluss hat. Na dann, schönen Feierabend. Juni, wär's aber schön, wenn du weiterfährst. Aha, jetzt fährst du weiter. Da ist niemand auf der Kellerstraße. Na, das war aber rechtzeitig gedrückt. Nein, bitteschön. So, wie wär's? Ah, dankeschön. Busbahnhof. Endpunkt. Fahrgäste bitte aussteigen.
So, ich weiß zwar nicht genau, an welchem Steig wir halten, aber ich würde mal sagen, wir enden da, wo wir begonnen haben, nämlich hier. So, bitte. Nee. Ja, es ist echt hier. So. So, Fahrplan. Fahrplan sagt, eine Minute 48 sind wir zu spät hier. Och, damit kann ich leben. So. Stolpstraße. Nee, ich vermute mal. Für uns ist jetzt ebenfalls Feierabend. Für uns geht es jetzt in den Betriebshof und dann ist Schluss. So, und da sind wir auf jeden Fall erstmal wieder in Sisselsforst angekommen. Diesmal sind die Leute auch wirklich ausgestiegen. So, wir machen noch Licht aus. Ja, und das war jetzt eigentlich auch die letzte Linie in Städtedreieck Version 3.2. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich euch noch ein Stückchen mitnehme, dann im nächsten Video, bis zum Betriebshof in Laubendal. Und dort machen wir dann mal ein Fazit und eine Verabschiedung. Ich würde mal sagen, genauso machen wir das. Also dann im nächsten Video dann noch eine Betriebsfahrt. So, für dieses Video hoffe ich, es hat euch gefallen und ihr seid, wie gesagt, auch im nächsten oder in einem anderen Video wieder mit dabei. Bis dahin sage ich erst einmal Tschüss.